Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel dieses Videos schon lesen könnt, geht es heute um meine Wunschbücher, die ich mir in Zukunft entweder kaufen möchte oder ausleihen möchte zum Lesen. Also sprich einfach die Bücher, die ich gerne in Zukunft irgendwann mal sehr gerne lesen möchte. Da ich die Bücher natürlich nicht hier zu Hause habe, blende ich euch entweder auf dieser Seite oder auf dieser Seite das Cover ein. Das kennt ihr ja schon mir. Und wenn ihr weitere Infos zu den Büchern haben wollt, habe ich auch noch die Links für euch in der Infobox mit Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, dann erhalte ich eine kleine Provision davon. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet, dann bestellt einfach ganz normal auf eurer liebsten Seite oder auch einfach bei Amazon und gebt es eben neu ein ohne diesen Affiliate-Link. So viel dazu. Ich beginne mit den Büchern. Es sind 6 Bücher, beziehungsweise es sind 8 Bücher. Es sind 6 Bücher, die rein Anfänge sind. Und 2 Bücher sind einfach Fortsetzungen von einer Reihe. Welche Bücher das sind, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Es ist ein bisschen gemischt, geht aber mehr so in die Jugendbuch-Richtung. Ich beginne mit dem ersten Buch, und zwar ist das Throne of Glass, die Erwählte von Sarah J. Maas. Von dem Buch oder von der Reihe generell von dieser Autorin habe ich so unfassbar vieles schon gehört. Ich habe auch noch eine weitere Reihe von ihr auf meiner Liste. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, welche dieses sein wird. Auf jeden Fall habe ich mir Throne of Glass rausgesucht, da ich eben schon so viel Gutes auch von der Reihe gehört habe. In der Reihe geht es eben um ein Mädchen, welches zum Tode verurteilt wird. Und dann kommt der Captain der Leibgarde und bietet ihr eine Chance zum Überleben an. Der Kronprinz Dorian hat sie aber auserwählt, um einen tödlichen Wettkampf zu bestreiten. Bei diesem muss sie 23 Männer töten. Und während dem Training mit dem Captain der Leibgarde fällt ihr dann doch auf, dass sie irgendwie ein bisschen mehr für ihn empfindet. Doch auch der Kronprinz lässt sie nicht locker, beziehungsweise nicht kalt. Allerdings hat sie keine Zeit, um über ihre Gefühle nachzudenken, und im Schloss lauert etwas Böses. Ich finde, das lässt relativ viel Platz zum Interpretieren, was in der Geschichte vorfallen könnte, wie die Charaktere vor allem sein könnten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Reihe und ihr werdet sicherlich mitbekommen, wann ich dieses Buch lesen werde. Wer meine Weekly Readings verfolgt, weiß auch, immer ganz up to date, welches Buch ich gerade lese und wie ich dazu stehe. Weiter geht es mit einer Hexengeschichte, und zwar Witch Hunter. Das ist, soweit ich weiß, eine Dialogie von Virginia Böker. In diesem Buch geht es um, ich meine, sie heißt Elizabeth, und diese wird mit einem Bündel Kräuter gefunden und wird dann in einen Kerker geworfen und der Hexerei angeklagt. Sie erhofft sich, dass ihr Schwarm und bester Freund sie, also Schwarm und bester Freund ist die gleiche Person, oder ihr Lehrmeister sie retten. Allerdings keiner von beiden rettet sie. Letztendlich rettet sie der mächtigste Magier des Landes und der größte Feind der Hexenjäger. Er nimmt sie dann bei sich auf, beziehungsweise er heilt sie davor, nimmt sie sich dann bei sich und bei den anderen Magiern auf. Währenddessen entsteht aber ein Machtkampf, bei dem sie eine Schlüsselrolle spielt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe auch von der Reihe bzw. von der Dialogie gehört, dass sie sehr gut sein soll. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ich hatte irgendwann schon mal ein Hexenbuch angefangen, was mich nicht unbedingt packen konnte. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht etwas für mich sein wird. Ob das so sein wird, werdet ihr in meinen Weekly Readings oder eben in meinen Lesemonaten dann erfahren. Ja, weiter geht es mit einem New Adult Romanreihe. Ist, glaube ich, auch eine Trilogie. Und zwar Paper Princess. Paper Princess ist der erste Band von Aaron Wood. Das ist ja ein Autorenduo. Ich weiß gerade nicht genau, welche Autoren das sind. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch, ich rede jetzt immer nur von dem ersten Band, geht es in diesem Buch um Ella, dessen Mutter gestorben ist und sie sich jetzt eben alleine durch das Leben kämpfen muss. Eines Tages taucht dann eben ein Fremder auf und behauptet, ihr Vormund zu sein. Dieser Mann hat 5 Söhne. Und der eine attraktiver als der andere. Schnell merkt sie aber allerdings, dass mit der Familie etwas nicht stimmt. Und vor allem der attraktivste Sohn, ich meine, er heißt Reed Royal, ist besonders gemein zu ihr. Doch genau zu diesem fühlt sie sich hingezogen. Schnell stellt sie fest, wenn sie in dieser Familie überleben möchte, muss sie sich eigene Regeln aufstellen. Von dem Buch hat man ja anfangs
oder auch jetzt immer noch immer mal wieder was Gutes, immer wieder etwas Schlechteres gehört. Ich habe momentan in letzter Zeit aber viel, viel mehr Gutes über das Buch gehört oder generell über die Reihe gehört. Deswegen möchte ich jetzt so langsam auch gerne dieses Buch lesen, beziehungsweise die ganze Reihe dann auch lesen, wenn sie mir denn gefallen. Und bin auch sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Eben bei dem ersten Sarah J. Maas Buch habe ich ja euch schon gesagt, dass ich eine weitere Reihe von ihr auf dem Zettel habe. Und diese möchte ich euch jetzt vorstellen. Der ein oder andere weiß vielleicht, welche Reihe ich meine. Sie ist momentan in aller Munde. Im Deutschen ist bisher der zweite Teil erschienen und im Englischen sind schon alle drei Bücher erschienen. Und zwar handelt es sich um Das Reich der Sieben Höfe. Dornen und Rosen von Sarah J. Maas eben ist der erste Band. Und in diesem Buch geht es eben um ein Mädchen, ich meine, sie heißt Feyre, ich weiß nicht ganz genau, die eben ein Leben genommen hat und jetzt mit ihrem Herzen bezahlen muss. Diese Jägerin wird in das Reich der Fae, ich hoffe, das spricht man so aus, entführt und ja, nichts ist halt eben dort in dieser Welt, wie es scheint. Und eins ist ihr sicher, sie muss einen Weg aus diesem Reich finden oder ihre ganze Welt ist verloren. Ich habe so viel unfassbar Gutes über diese Reihe gehört. Viele, die diese Bücher auf Englisch gelesen haben, haben auch gesagt, dass das komplett gut ist. Ganz viele hatten danach irgendwie eine Leseflaute gehabt. Deswegen möchte ich gerne auch in nächster Zukunft, in naher Zukunft, gerne diese Reihe lesen, soweit sie auf Deutsch erschienen ist. Vielleicht warte ich auch noch so lange, bis der dritte Teil erscheint. Allerdings weiß ich gerade nicht, wann das sein wird. Da muss ich vielleicht noch mal schauen. Vielleicht warte ich so lange oder ich fange schon mal mit den ersten zwei Büchern an. Aber das werde ich dann einfach ganz spontan entscheiden. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das momentan unfassbar viele Leute lesen, da auch demnächst der Kinofilm erscheint. Es ist von einem Autor, von dem ich bisher noch nichts gelesen habe, allerdings nur Gutes gehört habe, gerade Philosophie heißt er, glaube ich, liebt Stephen King. Jetzt habe ich es schon verraten. Vielleicht wisst ihr auch, um welches Buch es geht. Und zwar geht es um S von Stephen King. Ich habe schon den Trailer im Kino gesehen und ja, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich kann mir auch grob irgendwas drunter vorstellen. Und zwar geht es um eine Kreatur, die in der Kanalisation lebt und alle 28 Jahre wieder aufwacht und etwas fressen muss. Es schließen sich dann eben sieben Freunde zusammen und möchten diesem bösen Etwas gegenübertreten. Ich finde, das hört sich unfassbar spannend an. Auf dem Klappentext steht auch wirklich nicht viel mehr, als was ich eben gerade erzählt habe. Es ist zwar ein richtig ordentlicher Schinken, ich glaube mit 1500 Seiten ungefähr, aber irgendwann möchte ich mich gerne an dieses Buch heranwagen und auch dieses Buch lesen. Irgendwann dann auch wahrscheinlich den Kinofilm sehen. Da ich leider niemanden finden kann, der mit mir ins Kino geht, werde ich den wahrscheinlich irgendwann zu Hause auf DVD oder sowas schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Stephen King. Ich habe ja auch noch hier oben in meinem Bücherregal Dr. Sleep stehen. Dazu muss ich aber erst noch den ersten Teil Shining lesen von Stephen King. Den habe ich bisher noch nicht da. Deswegen habe ich von Stephen King bisher noch nichts gelesen und bin sehr gespannt, wie der Schreibstil und wie mir die Bücher generell gefallen werden. Nun kommen wir zum letzten Buch der Buchreihenanfänge. Und zwar handelt es sich um Dark Elements, Steinerne Schwingen von Jennifer L. Armentrout. Ich habe zuletzt bei Annies Bücherwelt, ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, ich werde ihr auch die genannten Kanäle in der Infobox verlinken, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Sie hat das zuletzt als Hörbuch gehört. Hörbücher sind jetzt nicht ganz so meins, damit komme ich einfach nicht so gut zurecht. Ich bin eher so der visuelle Mensch, daher möchte ich das gerne lesen. Und sie hat davon so sehr geschwärmt und es hat ihr so gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, dass ich das jetzt auch so langsam vielleicht mal lesen sollte, weil man wirklich viel Gutes über sie hört, über diese Reihe hört und Jennifer L. Armentrout hört man ja auch doch schon relativ oft. Deswegen möchte ich mich an diese Reihe ranwagen, beziehungsweise möchte ich sie gerne mal anfangen. In diesem Buch geht es ich muss gerade runterschauen, weil ich hier meine Notizen habe, geht es um Lila oder Layla, die sich wünscht, ein ganz normaler Teenager zu sein und ja, wie ihre Freundin über Jungs und Liebe und Beziehungen reden zu können oder sie erleben zu können. Allerdings ist sie
einer der Wächter, die nachts zu in ein Gorgoyle verwandeln und Dämonen jagen. In ihrem Blut fließt auch dämonisches Blut und mit einem Kuss kann sie Menschen die Seele ausrauben. Daher sind Dates mit ihrem Schwarm strengstens untersagt. Das ist der Sohn ihrer Ersatzwächterfamilie und bei einem ihrer Streifzüge rettet sie der Dämon Roth und er offenbart ihr ein Geheimnis zu ihrer Herkunft. Ja, ich finde, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Deswegen hoffe ich, dass mir die Reihe auch gefallen wird und ich auch alle Teile davon lesen werde. Und wie anfangs schon gesagt, habe ich noch zwei Bücher-Fortsetzungen. Und zwar zu Magisterium, der Weg ins Labyrinth von Holly Black und Cassandra Clare. Da sind ja momentan noch der Band 2 und 3 in Deutschland auf Deutsch erschienen. Und diese möchte ich mir auch gerne zulegen. Der zweite Band ist Magisterium, der kupferne Handschuh und der zweite Band, der Schlüssel aus Bronze. Den Inhalt zu diesen zwei Büchern werde ich euch jetzt nicht erzählen, da das ja Fortsetzungen sind. Ganz grob gesagt geht es aber eben im ersten Band um Callum. Es ist ein 12-jähriger Junge, der auf eine Zauberschule gehen muss. Ein bisschen so wie Harry Potter, aber doch irgendwie anders. Ich hatte es, glaube ich, in irgendeinem Lesemonat erzählt. Und auch in meinem Weekly Readings schon erzählt. Da möchte ich gerne die Fortsetzungen lesen und auch auf jeden Fall hier haben, weil sie unfassbar schön sind. Ich blende euch auch hier einfach die Cover ein und zwar im Hardcover, weil ich auch den ersten Band im Hardcover schon hier habe und das gerne so weiterführen möchte. Und ja, das waren jetzt meine 6 bzw. 8 Bücher, die ich gerne in Zukunft lesen möchte, wenn ich meine Rezi-Exemplare ein bisschen abgearbeitet habe. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch davon schon mal gelesen und könnt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren hinterlassen. Dann können wir uns da so ein kleines bisschen austauschen. Und natürlich könnt ihr mir auch immer wieder Buchvorschläge in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch sehr darüber. Und dann beende ich dieses Video, blende euch jetzt noch hier auf der Seite 2 Videos ein, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss!